Ja, hier bin ich ja reingekommen. Bin ich doch reingekommen, oder? Ja. Okay, ich halt nochmal einfach nach oben. Ich hab 100 pro irgendwie wo was am Anfang vergessen. Hundertprozentig. Meine Kurbel, sie ist nicht aktiv hier, aber das heißt, ich muss irgendwie das Wasser ablassen. Oh! Ernsthaft! Ernsthaft jetzt! Und ich suche mir einen Wolf. Ah, ich glaube, ich weiß, wie es... Ja. Jetzt habe ich auch geschnallt, wie es funktioniert. Ja. Ich muss noch mal da eindrehen, da wo diese komischen Dingskabümsel waren. Ich renne mal wieder voll in die falsche Richtung, habe ich so das Gefühl. Da wo ich diesen Lichtstrahl aktivieren muss. Da muss ich jetzt... Das muss ich als nächstes machen. Haha! Oh Gott, ich renne in die falsche Richtung. Nee, halt, Moment. Ich muss ja noch einen weiter raus. Also ich kann nur in... Oh, ich kann ja nur in diese Richtung. Oh. Okay, woher sollte ich das auch vorher wissen? Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber... Blendprojekt! Das war es nicht. Kratos, nicht schlapp machen. Ich glaube, wenn ich das Spiel hier nach nochmal durchspielen würde, würde ich nur die Hälfte der Zeit brauchen, weil ich dann wüsste, was ich jetzt zu tun habe. Nein. Ich bleib dabei. Ich hasse Tempel mit Rätseln. In einem God of War gibt's nichts Schlimmeres als Rätsel. Kratos ist zum Schlachten da, nicht zum Rätsel lösen. Sein Kaderkopf ist zum Gegnerverdreschen da. Auch falsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem, dass Kratos das einfach so hier drehen kann, das wundert mich. Das müsste normalerweise sau. Ja, das passt. Das passt nicht ganz. Halt, bevor ich wieder in die falsche Richtung renne. What? Jetzt ist die Leiter zu. Ah, hier ist noch. Hier ist die. Oh. Boah, wenn das jetzt irgendwie falsch ist, ne? Ich glaube, dann schrei ich. Dann werde ich einfach schreien. Das passt. Hallo, führe mich zum Himmel. Okay. Boah, wenn ich jetzt hier falsch bin, ey, dann schreie ich. Aber es sieht bisher ganz richtig aus. Ach, ich nehme die Abkürzung. So.
Läuft doch! Dam, dam, dam! Erstaunst du, was? Es hat endlich mal einer was geschafft hier. Gott, wie hoch ist denn das? Da ist ein Hebel. Aber ich glaube, ich werde vorher lieber noch mal saven. Man weiß ja nie. Ah, okay. Wenn ich gleich den ganzen Weg wieder zurück muss, weil ich da jetzt einen Hebel vergessen habe oder sowas. Lernt das Spiel mich kennen. Beeindruckende Leistung, Kratos. Danke. Doch sei gewarnt. Wenn du die oberen Ebenen des Tempels erst erreicht hast, kannst du nicht ohne die Büchse der Pandora zurückkehren. Kein Problem. Ist mir egal. Als Kratos den gewaltigen Schutztempel der Büchse der Pandora hinaufstieg, erkannte er das Monument nicht nur als Göttertempel, sondern auch als Zeugnis des Wahnsinns seines sterblichen Erbauers. Die Untergeschosse des Tempels lagen hinter ihm, doch vor ihm lag eine selbst für den größten Krieger schwere Prüfung. Was? Ach nö, muss aber nicht sein. Schwere Prüfung war schon schwer genug. Okay. Och nö. Du wartest aber, glaube ich, schon länger, oder? Du siehst ägyptisch aus. Was hast du in Griechenland? Jetzt habe ich auch die Schnauze voll von euch. Also mit einem komme ich gut klar. Zwei geht so. Ja gut, die Seele des Hades hat mir jetzt auch gerade so ein bisschen den Arsch gerettet. Okay, wer bist du? Du Ekelpaket! Kratos hatte den Göttern lange genug gedient, um zu wissen, dass die Harpie eine Warnung war. Eine Erinnerung seines früheren Herrn an den Entschluss, der Kratos alles gekostet hatte. War es schon so lange her, dass er durch die Barbaren fast seinen Tod gefunden hätte? So lange, dass er alles geopfert hatte für seine Rettung? Der Himmel tat sich auf und hervor trat der Kriegsgott.
Er stieg vom Olymp und erkannte in dem Sterblichen die Zeichen eines Gottes. Ares würde Kratos retten, ihn zum perfekten Krieger und seinem Diener auf Erden machen. Es bedurfte nur eines einfachen Treueschwurs. Mein Leben gehört dir, Ares. Von heute an führe ich deinen Willen aus. Und sein Schicksal war besiegelt. Wie versprochen, rettete Ares seine neuen Schüler und zerstörte mit seiner Gottesmacht jene, die Kratos und seine Männer getötet hätten. Autsch! Kratos, den neuen Diener des Kriegsgottes, genügten Schwert und Schild nicht. Die Chaosklingen, geschmiedet in den stinkenden Tiefen des Hades. Einmal befestigt, haften die Ketten den Träger an und verschmelzen mit seinem Körper. Eine ständige Erinnerung an Kratos' Gelöbnis. Im Gegenzug verleihen sie große Macht. Den Zorn des Ares in ihrem Innern. Eier! Doch bald würde er den wahren Preis solcher Macht erfahren. Ein Preis selbst für Kratos zu hoch. Elende Bestie! Ich weiß, wem du dienst. Begib dich zu deinem Herrn. Sag dem Kriegsgott, ich diene ihm nicht mehr. Sag ihm, solange ich lebe, ist er nicht sicher. Ich finde die Büchse der Pandora. Und sei gewiss, damit werde ich ihn in die Knie zwingen. Eier. Große Worte eines im Vergleich zu Ares kleinen Mannes. Oh, Magie. Und saven können wir hier sogar auch nochmal. Die Klippen des Wahnsinns liegen vor ihm. In meiner Trauer habe ich wohl ein Labyrinth ohne Ausweg erschaffen. Mögen die grausamen, gleichgültigen Götter ihnen den Weg zeigen. Aber erstmal brauche ich noch ein paar rote Orbs. Okay, kriegt man ganz schön viele. Und safen. Können wir denn jetzt noch irgendwas? Wie viel haben wir denn? Drei. Die Klippen des Wahnsinns. Ich glaube, hier waren wir schon in den PSP-Teilen. Apyren. Nein! Och, Mann! Ich wollte nur schneller! Jo, ab hier wieder! Ach, leck mich doch am Arsch! Wahrscheinlich wollte gerade auseinanderreißen.